Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Maya-Kalender am 25. Juli 2019. Die alten Mayas haben ein ganz präzises Kalendersystem ausgearbeitet. Und sie lebten im Einklang mit der Natur, im Einklang mit den kosmischen Einflüssen. In diesem Kalender gibt es 20 Wellen. Wellen bedeuten Tönen, Frequenzen, Schwingungen. Eine Welle dauert 13 Tage lang und die Zahl 20 und die Zahl 13 sind die heiligen Zahlen, die Mayas. Wir befinden uns gerade in 18. Welle und es dauert bis 1. August 2019. In dieser Welle herrscht Ich, das ist die Symbole dafür und bedeutet göttlichen Atem. Diese Welle ist die Welle der Geist, die Gedanken, die Ideen und die Welle der Kommunikation. Wir haben einen starken Impuls durch diese Ich, durch diesen Wind des Geistes, die göttlichen Atem, die Inspiration, diese Energie verspüren. In dieser Zeit können wir unseren Gedanken ordnen, klären oder reinigen. In dieser Zeit ist wichtig die Kommunikation, Austausch von Gedanken, Ideen oder Überzeugen anderen von unserer Meinung. Es ist gut, diese Zeit etwas untersuchen oder etwas lernen, die Dokumente ordnen, aber auch zuhören, was andere meinen oder mal Danke sagen. Der heutige Tag ist der 6. Tag dieser Welle, also herrscht die Zahl 6 und das haben die Mayas so gezeichnet. Die Linie ist die 5 und ein Punkt, also noch ein dazu. Diese Zahl 6 bedeutet Erinnerungen, aber viele Dinge loslassen, befreien von etwas, in Fluss zu kommen und bedeutet auch Heilung. Die heutige Tagesenergie zeigt sich hier Manik. Manik bedeutet blaue Hand, Handlungen. Wir müssen handlungsfähig sein. Wir suchen auch die Kontakte, Verbindungen. Manik steht auch in Verbindung zu 4 Elementen, Feuer, Erde, Luft und Wasser, und damit auch die 4 Himmelsrichtungen, was bei den Mayas die Medizinrad symbolisiert. Also verspüren wir Körper, Kraft, Vitalität, Tatkraft, ein Heilenergie. Die heutige Kraft hier ist Hirsch. Und das war die Botschaft aus diesem Maya-Kalender. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.